Jo Leute, willkommen zurück zum neuen Video. Es ist der 23.01.2024. Heute startet eine neue Ära, eine neue Zeit, ein neuer Abschnitt des Lebens eines jeden. Also zumindest für mich heute. Denn heute startet für mich die Motorrad-Season 2024. Ich setze mich jetzt gleich auf mein Bike, Winter ist aus, bringe dann die Maschine zu Nestla, wo wir sie einmal komplett checken und einmal nochmal ein Fernlicht, also das Fernlicht reparieren, was letztes Mal kaputt gegangen ist. Und danach werden wir gucken, was passiert. Ich habe extrem Bock. Das Leben, die Winterdepression, sie ist vorbei. Sie ist vorbei. Und das ist wundervoll. Ich hoffe, die Temperaturen gehen nicht nochmal in den Tiefdown. Das war letztes Jahr zumindest so, da ist es nochmal eine Woche richtig runtergegangen. Aber ich hoffe, dieses Jahr wird es besser. Und ich habe, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Bock ich habe. Ich habe so Bock, mich jetzt auf mein Motorrad zu setzen, sie anzumachen, den Knopf zu drücken und einfach loszufahren. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ich würde sagen, ab aufs Motorrad. So, wir befinden uns hier auf dem Motorrad. Sie hat ein paar Startschwierigkeiten. Ich musste sie anschieben, deswegen kommen wir jetzt auch zu spät zum Termin. Aber sie ist, also sie ist gottlos viel lauter geworden als vorher. Zumindest nehme ich das so wahr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich muss gleich mal Finny fragen. Also, boah. Digga, die klingt viel brachialer, ich weiß aber nicht warum. Also ich denke mal, das wird jetzt einfach durch den Kaltstart sein. Aber sonst ist es richtig geil, ich freue mich jetzt mal, ich hoffe, Finny sagt, das alles okay, dass ich sie wieder mitnehmen kann heute. Das wäre echt geil, wenn ich sie heute wieder mitnehmen kann, dann werde ich morgen auf jeden Fall direkt eine Runde drehen, weil, Alter, die ist auch so, also sie ist wirklich, ich finde, sie ist sehr viel bassreicher geworden. Ja, wichtig auch für euch alle, die jetzt in die Season starten. Fahrt vorsichtig, passt auf euch auf. Erstmal eure Fähigkeiten sind ein bisschen eingeschlafen so. Die Wettergegebenheiten sind ein bisschen anders. Die Straßen sind teilweise noch gesalzen. Sie sind super rutschig. Passt einfach auf euch auf, überschätzt euch nicht. Fahrt den ersten Monat, wenigstens März bis April, ein bisschen mit Respekt und Verstand, damit ihr danach wirklich Offenheit und Ruhe habt. Die meisten Unfälle passieren in der Zeit. Macht ganz entspannt, macht euch bloß keinen Stress. Ich habe sie wirklich nicht so laut in Erinnerung, wa? Also ist das geisteskrank. Oh, das war so schön. Das war so schön. Oh, das war so schön. Oh, wundervoll. Oh, ich störe gerade beim Verkauf. Hallo? Peter. Ja, genau, der. Kilometerstand. 23.900, glaube ich. Ich darf mein Motorrad jetzt nicht gleich wieder mitnehmen. Es muss hier bleiben, so ein Scheiß. Können wir dagegen eigentlich was machen? Weißt du, was da passiert ist? Nee. Ich hatte die Insta 360 hier hinten drauf. Mhm. Und ich hatte keine Geduld und wollte den Insta 360 Kleber mit meinem Schlüssel abkratzen. Ja, war eine schlaue Idee. Oh, nein? Doch nicht, warum? Weiß ich auch nicht, Alter. Kennst du? Nee, ich hab echt selten schlechte Laune. Hey, ist sie laut. Hä? Das war vorher nicht so. Das war vorher wirklich nicht so. Hä? Hä? Es sah vorher wirklich dauerhaft an. Ja, scheiße. Dann bin ich vielleicht umsonst hier. Was denn? Fernlicht leuchtet dauerhaft. Vor der Einwinterung ging das dauerhaft. Dann kann ich sie ja wieder mitnehmen. Ja, erstmal, also kannst du, darfst du eine kleine Probefahrt jetzt noch machen? Ja. Kurz, ja, kannst du eine machen? Ja, ich hol mir nochmal eine. Das wäre richtig geil, ja. Also, ich zeige dir das Ding aufs Hinterrad jetzt, kannst du es gerne. Mann! Mit Visier. Ja, ja, ja. Guten Visier. Ist mein neuer Helm? Nein, ist er nicht. Neuer. Hier. Hier, Finny. Jetzt hast du, ich muss es jetzt wegpiepen, sonst ist es geleakt, mein neues Geheimprojekt. Also ich sag dir ehrlich, ich glaube, der Helm ist ein super Helm. Ich glaube, du bist so zu kritisch zu dem Helm. Der sieht wirklich top in Stand aus. Ja. Alter. Alter. Oh, ist das wunderschön. Jetzt hört man auch mal, wie laut die ist. Sie ist sehr laut. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich höre sie immer noch. Ich höre sie immer noch. Ich höre sie immer noch. Top. Ach du Scheiße. Ja, also scheinbar, wie ihr gesehen habt, geht das Fernlicht doch dauerhaft. Also nicht dauerhaft, sondern funktioniert halt ganz normal auf
den Schalter. Das war jetzt, also vor der Einwitterung, wirklich, ich bin nicht paranoid, das war wirklich so. Wenn nicht, nehme ich sie jetzt einfach wieder mit und muss sie dann mal anders herbringen, falls es wieder auftreten sollte, dass das Fernlicht nicht dauerhaft geht. Finny macht jetzt eine kleine Probefahrt, um einfach mal durchzuchecken, ob soweit alles passt. Und wenn alles passt, dann heißt es, Season 2024 wartet auf mich. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Wir haben jetzt schon, ich kann auch nicht zu viel liegen, aber es warten sehr coole Projekte auf euch, denn der Kanal ist ja explodiert jetzt in den letzten 2 Monaten. Ich glaube, wir haben über 15.000 neue Abonnenten gesammelt. Grüße gehen raus. So oder so kann ich durch diesen ganzen Support endlich alle Dinge umsetzen, auf die ich ultra Bock habe. Und ich habe meine Ausbildungsprüfung bestanden. Heißt, ich bin auch endlich raus aus der Ausbildung. Bedeutet, es gibt ganz neue Möglichkeiten, die wir jetzt machen können. Und ich habe richtig Bock. Es sind, also ich kann euch jetzt schon mal leaken. Okay, was ich euch nicht leaken kann, ist das, was Finny gerade gesagt hat. Dann kann ich euch leaken. Es ist auf jeden Fall eine große Reise geplant, die richtig cool wird, wo ich jetzt schon Connections zu habe, was wir dort machen. Dann ist noch ein kleiner Roadtrip geplant, was aber Richtung Tuning und Richtung asozialem Tuning und Illegalität und so geht, aber das werden wir alles im Laufe der Season erfahren. Und noch 2 andere coole Sachen, da will ich aber auch noch nicht mehr zu sagen, aber diese Season habe ich wirklich richtig Lust und ich glaube, die Season wird richtig toll. Ich glaube gar nicht, wie sehr ich mich freue, auch wieder Motorrad zu fahren. Ich war richtig im Loch im Winter wieder mal, so wie immer. Und wenn jetzt die Maschine wieder funktioniert, oh Gott, ich bin im Himmel, glaube ich. Ich bin im Himmel, ich weiß nicht, wo sonst. Ja, da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe einfach, alles klappt und es passieren wieder, also hoffentlich keine oder... Ich höre sie. Hä? Die ist so laut. Ja, ich hoffe einfach, keine Unfälle passieren. Ich hoffe, jedem nur das Beste. Passt auf euch auf, fahrt vorsichtig. Und auch für mich nur das Beste. Genau. Die ist aber schon sehr laut, oder? Und? Geht alles. Oh, ja, ich habe gedacht, dass irgendwas ist. Ich weiß nicht. Ja, durch meine Motorschäden, weißt du? Ich bin es nicht gewohnt, dass mein Motorrad ein Jahr lang funktioniert und danach immer noch. Das stimmt, ja. Das ist komisch, ja. So, machen wir direkt im März einen Termin für die 30.000 Inspektion, so. Cool, dann kann ich ja den Auftrag jetzt wieder weg unterschreiben. Weg unterschreiben? Weg unterschreiben. Die verkaufen da gerade Motorrad. Ich setze den Helm erstmal ab. Wir fahren jetzt wieder los. Ich kann jetzt theoretisch mit der Maschine wieder nach Hause, weil das Fernlicht, wie ihr gesehen, also man sieht es ja hier jetzt auch, guck mal da, sieht man das ganz gut jetzt. Also das funktioniert, ich bin nicht dahin gefahren, einfach nur so, sondern ich dachte wirklich, es ist kaputt, aber es ist nicht kaputt, es ist ja erstmal positiv. Sie hat 24.011 Kilometer runter. Mal gucken, was da noch dazu kommt im Laufe des Jahres. Man muss jetzt halt wirklich aufpassen. Ich appelliere auch wirklich an eure Vernunft. Passt auf, es ist überall gestreut, es liegt überall so eine Kies-Scheiße, die Reifen rutschen, es ist kalt, es sind nicht die Temperaturen wie im Sommer letzten Jahr. Fahrt vorsichtig, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen lost aussieht, denn euch bringt es nichts, so cool ihr seid, wenn ihr euch jetzt legt und im Sommer alles verpasst. Und wir sehen uns jetzt gleich. Im nächsten Tag, da habe ich richtig Bock drauf, denn wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich Steve abhole, genau. Abfahrt zum Zukunftsbär. Herzlich willkommen zurück zum, also was, das zu einem neuen Vlog, zu dem Schnitt. Ja, herzlich willkommen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Steve, wie ihr vielleicht gerade schon gehört habt, und bin jetzt gleich da. Und dann machen wir mit Steve zusammen die erste Seasonfahrt. Es ist nicht so, dass Steve sich jetzt auf meinen Sozius sitzt, denn heute ist schon der 2.2. Bedeutet, Steve kann schon selber fahren. Heißt, Steve wird mit seinem eigenen Motorrad jetzt mit mir zusammen ein bisschen eine kleine Runde düsen, um die Season erfolgreich zu starten. Es sind gerade 5 Grad, also es ist gar nicht so kalt. Ja. Jetzt sehen wir uns gleich bei Steve zu Hause wieder. Seit 3 Monaten haben wir uns nicht gesehen. Letztes Seasonende, letzter Kontakt, seitdem nie wieder. So, bei Steve, ey, oha, bei dir ist es ordentlicher als sonst. Heute ist der 2.2. und wir waren letztes Jahr erst am 24.2. unterwegs. Also 2,5 Wochen später. Es ist jetzt auch nochmal eine Kaltperiode angesagt. Für den Zeitraum, wo ihr das Video seht, kommt nochmal Minusgrade. Und danach wird es aber wieder besser. Wir haben die Motorräder jetzt trotzdem ausgewintert, weil es schon geil ist. Ja, aber es ist wirklich, wir müssen auch vorsichtig fahren. Wir dürfen nicht so fahren wie sonst, ne? Also ist logisch. Und dann geht es gleich auf die Motorräder. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf den Bikes wieder. Wir sind jetzt auf dem Bike. Steve ist da vorne, weil er fährt einfach ohne mich weiter. Danke. Kuss. Gerne.
Ja, wir fahren jetzt erstmal eine kleine Runde mal Brandenburger Tor, ein bisschen die Stadt abchecken, gucken, was so geht. Aber es wird wahrscheinlich heute nicht allzu lange, weil es wirklich, also ich sage ehrlich, es ist kalt. Ich sage, es ist jetzt 14.10 Uhr und ich sage, bis 17.30 Uhr schaffen wir es nicht. Wir haben 17.30 Uhr nämlich auch einen Termin. Mal gucken. Die Autofahrer wissen noch nicht wirklich, dass wieder Motorradfahrer unterwegs sind, weil normalerweise ja erst März wieder richtig losgeht. Aber wenn es Leute gibt, die halt ganz Jahresfahren oder Februar fahren, müsst ihr wirklich aufpassen, die Autofahrer auch im März noch. Im März und April ist auch meistens noch sehr, sehr kritisch. Ja, sowieso. Das stimmt. Eigentlich wirklich bis Mai müsst ihr wirklich damit rechnen, dass die Autofahrer nicht wissen, dass ihr auf den Straßen unterwegs seid. Ich habe letztes Jahr einen Zuschauer auf Instagram geschrieben, das habe ich Steve schon geschickt. Der ist erst gefiltert und wurde dann von einem der Transporter wurde rechts abbiegen und er ist rechts vorbeigefiltert und wurde dann von dem Transporter, also er hat den Transport angefahren und einen Tag später wollte er sich in der Kurve inmitten von Berlin reinlegen. Oh, Steine! Wow, ich wurde übel abgeschossen gerade. Wollte sich in der Kurve reinlegen und ist dann erstmal einen Tag später nochmal richtig auf die Fresse geflogen, Digga. Richtig schön weggerutscht. Weil er die Kurve schön nehmen wollte. Ja, Digga, inmitten von Berlin. Der arme Junge, der hat wirklich Pech gehabt, Alter. Er ist besoffen. Servus! Servus, Großer! Komm rein, Dicker, hat er gesagt. Komm rein, Dicker. Berlin, Junge. Ich liebe diese Stadt. Ne? Ich sag dir ehrlich, ich finde Berlin richtig cool. Aber ich bin auch Berliner. Ich glaube, das liegt wirklich da dran. Ich glaube, Leute, die nicht Berliner sind, fühlen diesen Vibe halt auch nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube es auch nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die diesen Vibe fühlen. Bitte nicht fahren, bitte nicht fahren. Ja, ist gut. Oh! Ey, immer die Rot. Und über Rot, da schicke ich ein. Das gibt eine Anzeige. Ich gehe heute noch zur Polizei, heute Abend zu 18 Uhr, wenn ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe zu leben. Und dann stelle ich mich an die Theke und sage so, Jungs, ihr glaubt nicht, was ich heute gesehen habe, wa? War ich in Berlin am Brandenburger Tor und da ist einer über Rot gefahren. Und jetzt passt auf, warum ich hier bin. Ich hab's auf Kamera. Und dann lasse ich die Anzeige schreiben. So, schön, dass wir jetzt auch hier sind. Wollen wir ein bisschen gucken oder was? Wer redet denn hier? Ach scheiße, ich glaube hier redet gar niemand. Ich glaube, das ist einfach nur eine Aufnahme. Es ist Zeit für die US-Regierung, die Verfolgung. Steve, weißt du, wer hier ist? Steve, weißt du, wer hier ist? Guck mal da. Nein, das war Tesla. Der ist immer noch hier. Was macht er denn immer hier? Digga, der war letztes Jahr um die gleiche Zeit auch hier, oder? Wann waren wir letztes Jahr? Ich glaube, der erkennt uns auch nicht mehr. Glaubst du seine Theorie? Was hat er für uns für eine Theorie erzählt? Ey, bitte. War das in deinem Video? Oder war das in meinem Video? Ja, in meinem Atom, irgendwas mit Atom. Die Atome der Welt, irgendwie Urknall und sowas, ne? Ja. Aber er hat Spaß. Guck mal. Oh, Leon. Ich kann das nicht. Stell dir mal vor, du kommst nach Berlin, weil du denkst, ich will das Brandenburger Tor sehen. Dann kommst du her und siehst das, was wir gerade gesehen haben. Genau das. So wie es war. Und wieder neben uns. Genau. Weg. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Geh nicht weg. Nicht weggehen. Ich mach doch gar nichts. Du meinst, du gehst kurz weg? Nein, geh mal kurz weg, habe ich gesagt. Ach, ich soll weggehen. Ach so, sorry, das wusste ich nicht. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sind jetzt raus aus dem Meckes. Das war sehr lecker. Es hat sehr geschmeckt. Und ja, wie gefällt euch der Season-Start? Seid ihr hyped? Seid ihr nicht hyped? Schreibt es gerne in die Kommentare. Folgt mir gerne auf Instagram und guckt mal auf Twitch vorbei. Ich livestream nämlich wieder regelmäßig. Und dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake